Hallo und willkommen zur neuen Folge von 1984 FM. Ja, Leute, es wird immer lustiger und dieser Scheißding nervt fei, ihr Spiegelidioten. Ich meine, ich schaue ja wirklich nur, um Scheiße zu suchen, um Scheiße zu finden, schaue ich Spiegel Online. Wer Spiegel Online ernst nimmt, der hat so verschissen. Das ist Oberschlafschaf. Wer Spiegel überhaupt allgemein. Mensch, früher habe ich das fei sogar mal abonniert gehabt, als ich noch ein Schlafschaf war. Ja, ich war natürlich auch ein Schlafschaf. Nur das Problem ist, irgendwann muss man ja mal aufwachen und merken, das kann doch alles nicht so stimmen, wie die uns da verarschen wollen, oder? Und alle, die das nicht sich denken, denen kannst du wirklich nicht mehr helfen. Den kannst du noch 200 9/11 machen, den kannst du noch 300 solche Weihnachtsmarktattentate machen, den kannst du, und irgendwann verrecken auch seine Familienmitglieder und er selber dabei gleichzeitig, weil er zu blöd war, aufzuwachen. Und dieser Attentat, also das sind so viele Sachen wieder, die nicht stimmen können. Ob es dieser Termin ist, dass sie nicht ausladen konnten um 15 Uhr, Entschuldigung, wenn ich 15 Uhr zu irgendeiner Firma gehe, dann müssen die das annehmen, ja. Die müssen, okay, dann entschuldige, wenn irgendein Asylant steigt in so einen hochmodernen Truck und fährt ihn einfach mal, ja. So einfach kann man so ein Ding nicht fahren. Ja? Da muss schon ein wenig Schulung dazu gehören. Vor allem war das ja irgend so ein, Entschuldigung, dass ich da jetzt herabredend rede. Das war ja ein junger Mann. Ich meine, hat so ein junger Mann aus, was weiß ich woher, mal die Gelegenheit gehabt, so einen modernen Truck mal zu fahren. Der hat ja nicht mal einen Anlass am Schlüssel, sondern der hat den ganz woanders. Dann Ausweis wieder gefunden. Leute, also da muss doch jeder von euch lachen, oder? Das ist doch, ich meine, ich glaube, die machen es absichtlich. Die machen es absichtlich. Die wollen, dass wir denen nicht mehr glauben. Weil auch wenn sie es wirklich gefunden haben, hätten sollen, wirklich den Ausweis, soll er zufällig wirklich verloren haben, wenn er das so verloren haben sollte, dürften sie das nicht bringen, weil das total unglaubwürdig ist. Jeder muss doch mittlerweile wissen, dass es Schwachsinn ist, einen Ausweis zu finden. Der nimmt seinen Ausweis mit zu so einer Tat. Oh, ich muss meinen Ausweis mitnehmen, um mich zu identifizieren bei den Leuten, damit ich das Attentat machen kann. Oder was? Gehst du zur Behörde oder was? Mensch. Dann. Die machen das alles absichtlich. Das kann ja nicht sein. Auch der Herr Bundespräsident mit seinem Text, ja. Die müssen doch ein bisschen was von der Bevölkerung mitbekommen, oder? Ein bisschen was von der Bevölkerung müssen sie doch mitbekommen. Wir in Deutschland machen uns heute bewusst, wir leben in einer starken Gemeinschaft, in der das Recht zählt und die Menschen Menschlichkeit. Sie sind das Fundament unseres Staates. Alter, wirst du, wo lebst du? Wo lebst du? Den Rest will ich euch gar nicht mal vorlesen. Wo lebst du? Wo lebst du? Hä? Leute, ich habe nicht umsonst über den und Angela Merkel und den de Maizière habe ich nicht umsonst ein Video gemacht. Deutschland wird von der Stasi regiert. Ja? Überleg doch mal, die wichtigsten Posten sind von Ex-Stasis eingenommen. Und stellt euch mal vor, ich habe über Angela Merkel habe ich schon vor zig Jahren bestimmt über 10 Videos gemacht, wo ich gesagt habe, diese Frau wird Deutschland zugrunde richten. Über 10 Videos. Schon allein, als sie damals mit Ukraine und das Problem mit Russland dann auch herbeibeschworen hat. Als sie Poroschenko und all diese Jatsenyuks und so weiter in ihr Ding da empfangen hat im Bundeskanzleramt. Oder den Boxer, den Pitschko, ja. Als sie die Vollidioten empfangen hat, das macht man nicht, aber die machen das Gleiche mit der Türkei. Die empfangen Terroristen, Terroristenführer, Schmierblattschreiber. Der Gauck sogar empfängt Schmierblattschreiber und meint ihr, das verletzt die Türkei nicht oder verletzt Putin nicht, wenn man Yatsenyuk empfängt? Hä? Den totalen CIA-installierten Idioten. Der wurde schon 2007 von der CIA installiert, habe ich Fotos, wie er mit der Condoleezza Rice Handschlag macht in Washington. Glaubt ihr mir nicht?
Also hier den Gauk haben wir schon mal, ne? Das ist lächerlich. Die wollen, dass wir uns aufregen. Hier. So, dass ihr mir aber glaubt, ja. OR habe ich natürlich falsch geschrieben. Da, schaut her, bitte. Das war 2007, meine Damen und Herren. Das Bild, da steht sogar 2007. Also ich erzähle euch keine Scheiße. Könnt ihr euch vorstellen? 2007 und 2-3 Jahre später ging es los, ne, mit dem Ukraine-Krieg. Und er war an der obersten Spitze. Leute, das ist alles gewollt, versteht ihr? Das ist alles gewollt und hier, das sagt doch auch alles, oder? Das ist alles gewollt, Leute. Alles gewollt und ein Problem, sogar die EU hat ihn empfangen, ne? Das ist, haben ja Videos davon. Leute, das größte Problem, was ich sehe, ist die Hetze gegen Moslems. Und ich sage euch, wenn dann wieder einer sagt, wieso geht ihr nicht mal auf die Straße und distanziert euch? Haben wir gemacht und machen wir immer wieder. Immer wieder, das reicht aber. Denn Entschuldigung, der Ku Klux Klan, ja, ist eine christliche Vereinigung. Ja, der Ku Klux Klan. Und die ermorden, erhängen immer noch Farbige in den USA und weltweit sind sie ja organisiert. Der rechte Ding, Block. Leute, ich sag euch, soll ich jetzt sagen, alle Christen sind so? Ich meine, schau mal her, das ist die Menschenmenge da. Soll ich jetzt sagen, alle Christen sind so? Nein, würde ich niemals machen, weil Jesus auch bei uns Moslems, Friede sei mit ihm, geehrt werden muss. Jesus. Und das Problem ist, na, ich weiß schon, ihr schaltet schon wieder aus oder schaltet ab, weil sowas könnt ihr nicht hören. Ihr könnt nicht hören, dass der Islam nicht so ist, wie ihr denkt. Ne, ihr könnt sowas nicht hören. Ne? Und dann, Leute, dann ist überall, siehst du in den Medien, überall die Hetze. Wo haben wir denn da mal was? Überall siehst du die Hetze. Ach ja, nebenbei gesagt, ich bin gesperrt bei Facebook, nur mal zur Information. Ja, ich bin gesperrt bei Facebook, weil ich ein Motorradunfallvideo geteilt hatte, wie es einen Motorradfahrer zerfetzt hat. Eigentlich wollte ich damit Motorradfahrer damit beschützen und ihnen zeigen, fahrt vorsichtig. Ja, das kann euch genauso passieren. Ne? Aber leider, Facebook will halt nicht, dass Motorradfahrer weniger sterben. Ne? Tja, da ist sie. Schaut euch mal die Videos an von mir, wenn ihr Lust und Zeit habt. Ja. Also er hat sein Ausweis vergessen. Oh, das Wichtigste. Dieser Tunesier wird natürlich nicht mehr leben. Ist ja klar, der ist ja jetzt schon tot. Wir haben doch schon mal gesagt, dass die Leichen schon vorher sammeln, tieffrieren. Und wenn sie dann gebraucht werden, holen sie raus. Ist schon oft genug passiert. Ja, wer das jetzt von mir hört, viele denken jetzt, ich spinne, aber wer sich ein bisschen tiefgründiger mit der Wahrheitsbewegung beschäftigt, was da noch alles an Land kommt, was da alles noch zum Vorschein kommt, ist die Katastrophe. Ich sag euch. Also dieser Tunesier ist jetzt schon lang tot, sage ich euch gleich. Die haben bei der CIA angerufen, du, wir brauchen unbedingt sofort sonst lacht das ganze Volk über uns, wir brauchen sofort einen Moslem, natürlich muss es ein Moslem sein, ja, damit die Hetze weitergeht. Meine lieben Freunde, meine lieben christlichen Freunde, meine lieben rechten, Anführungsstrichen, Freunde, Leute, seid doch nicht so dumm und lasst doch euch nicht hetzen gegeneinander. Das ist aber zu spät, ihr seid zu dumm und ihr macht es trotzdem, ich weiß es jetzt schon. Ja? Da gebt uns Geld oder wir töten sie, Migranten. Dann steckt sie halt ins Gefängnis, wenn sie so einen Schwachsinn sagen. Ja? Übrigens, habt ihr schon gemerkt, in den Medien wird nirgendwo erwähnt, wie viel Moslems da bei dem Christkindlesmarkt umgebracht worden sind. Ja? Wie viel da ermordet worden sind. Wurde nicht gebracht. Habt ihr es jemals gehört, wie viel Moslems da umgebracht worden sind? Die Welt ist aktuell in einer sehr, sehr komischen Situation. Da ist schon mal was erteilt. Ja. Koran, Sure 9.11. Natürlich, 9.11 muss es sein. Töte im Dschihad-Kufa, wo man immer du so findest, doch zu Ehren des Propheten und des Allmächtigen Allah, dass am Ort des Triumphes immer deine Ausfahrtbiere zurück.
Ach, Leute. Alles zu spät. Das, wenn die Dummdödel nicht so dumm wären, also vor allem die nach rechts immer mehr schwimmenden, ja, dann würde es noch eine Hoffnung geben. Überleg doch mal ganz ehrlich, hilft es den Islam, wenn man mit einem LKW zig unschuldige Christen umbringt oder Menschen umbringt, unschuldige, auf denen ihren Anführungsstrichen Weihnachtsmarkt da. Hilft es den Moslems? Überlegt doch mal, ihr Dummdödel. Denkt doch mal logisch, aber so weit könnt ihr nicht denken. Ja? Und nein, ich werde immer nicht behaupten, Christen sind alle so. Das machen nur dumme Idioten. Dumme Leute machen das. Und an alle meine muslimischen Glaubensbrüder, welche wirklich mit solchen Gedanken spielen sollten, ihr müsst doch geistesgestört sein. Ihr müsst doch geistesgestört sein. Meint ihr, das hilft unserem Glauben? Es geht nur mit der Wahrheit und mit der Liebe. Wahrheit, Gutes tun, nur damit geht's, ja? Und nicht mit LKW klauen und dann Leute, Unschuldige ermorden, egal welches Glaubensding sie haben. Unglaublich, Leute. Und die Massen fallen drauf rein. Da schauen wir uns mal die Kommentare an. Moment, wo haben wir da mal ein? Ach, Mensch. Ach, schau doch selber. Ihr wisst doch selber, was da gehetzt wird, ja? Ihr wisst es doch selber, wie sehr gehetzt wird. Leute, wenn irgendein, Anführungsstrichen, Ausland was Schlimmes macht oder auf eine Frau ankrapscht oder was, dann muss er ins Gefängnis. Ja? Dann muss er ins Gefängnis, sag ich als Moslem. Natürlich muss er ins Gefängnis. Meint ihr, wir Moslems wollen, dass da Chaos herrscht, dass überall Idioten rumlaufen und Frauen die Treppen runterschubsen? Ne? Na, zum Glück hatten sie eine Bierflasche vorher, habe ich gelesen. Ne, die Moslems, dann war es ein Bulgare, ein Christlicher. Sag ich jetzt, Christliche sind alle so. Ich sehe schwarz, Leute, es bringt nichts. Ja? Es bringt nichts. Es wird so weit kommen, ich sag's euch. Es wird so weit kommen. Und die Dummdödel sind so blöd. Die Dummdödel sind so blöd, das zu schnallen. Es schaut schlecht aus. Es wird die Katastrophe. Dank Dummdödel wird es die Katastrophe. So viel von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf und hoffentlich. Und bitte, Leute, schaltet halt euer Gehirn ein. Keinem Moslem hilft es, wenn irgendjemand Unschuldige umbringt, köpft oder Kinder ermordet, Babys ermordet. Oder dann teilen sie diese Hochzeitsbilder von erwachsenen Männern mit kleinen Mädchen, die in Hochzeitsklamotten sind und sagen, das ist der böse Islam. Und das ist der Christentum oder was? Hä? Überall gibt es halt Idioten. Kann ich was dafür? Hä? Natürlich distanziere ich mich von denen. Und das Kuckucksklan und Donald Trump, das hat nichts. Das war halt damals, jeder hatte mal Fehler gemacht. Ne? Das kann natürlich. Wer hat das auch gehabt? Ja, es gibt sehr gute Truther, die waren auch Kuckucksklaner. Und die haben sich halt dann geändert, haben sich Gedanken gemacht. Hoffentlich machen das mal manche Rechten von euch auch. Tschüss.